Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir waren. Ach ja. Oh, halte die Textur nach. Wir haben getankt, müssen jetzt den Bagger tanken, ne? War doch irgendwas, oder haben wir den Bagger? Ja, nee, den müssen wir jetzt tanken fahren. So, erstmal so. Ja, herzlich willkommen zurück. Und ja, machen wir heute weiter. Es ist ja schon spät. Wir müssen gucken, dass wir zusehen, heute unser Cleanout noch hinkriegen. Wir haben hier ein bisschen Gold umgetauscht, weil wir ja den unser Wasserturm endlich hergestellt haben, damit wir ein bisschen unabhängiger sind vom Wetter. Im Moment regnet es. Ja, war ja natürlich dann wieder eine clevere Sache, ne? Die Sonne trocknet dann aus und wenn es regnet, trocknet er nicht aus. Der Bach. Haben wir also durchgehend Wasser und war natürlich klar, wenn ich den Turm hinstelle, dass es dann nur noch regnet. Na, brauchen wir ja nichts so zu sagen. Können wir den eigentlich so stehen lassen mit dem Schlauch da drin, ne? Weiß ich gar nicht, geht das? Nee, dann kann ich den, glaube ich, gar nicht fahren. Oder der Flutschautomat, ich weiß es gar nicht. Muss ja auch jetzt nicht sein, ne? So, Tank ist wieder voll. Deckel geht alleine zu, sehr schön. Ja, dann können wir jetzt den Kipper holen. Da müssen wir natürlich leider ein bisschen laufen. So zum Beispiel. Na gut, mich passt natürlich nicht so ganz, dass der Schlauch hier liegt. Auch wenn das jetzt quasi nichts ausmacht. Ob der da liegt oder ob der da nicht liegt. Ich bin immer noch im Überlegen, ob man das machen könnte. Mit dem, was ich mal so gedacht hatte, mit dem. Oh, hoch. Ja, entschuldige. Entschuldige, mein Bagger. So. Nein, die Nummer 4 müssen wir haben, ne? So war das. Gut. Ah, hier muss man hin, genau. Das hatte ich dann ja so gemacht, dass ich einmal die Kamera ein bisschen ausrichten, damit wir dann auch. Auch arbeiten können hier. Ja, also momentan muss ich den Joystick anders stellen, weil ich den immer sonst irgendwas bewege, was ich nicht bewegen will. Wollte ich erzählen. Ach ja, im Moment ist es ja so, dass ich wirklich eine Folge hochlade. Ja, also während ich diese Folge hier hochlade, bin ich für morgen eine Folge am machen. Das heißt also, ich mache täglich eigentlich eine Folge, weil ich habe ja sonst anderes nichts zu tun. Ja? Und jo. Von dem her ist es eigentlich so, habe ich jeden Tag so meinen Rhythmus. Das ist so, wenn man nicht mehr arbeiten muss, ist es halt eben so, ne?
Wetter ist auch nicht gerade so toll. Ist zwar jetzt im Moment gerade wieder schön Sonne, aber es ist kalt draußen. Also es lohnt sich auch nicht, auf die Terrasse zu setzen und dort ein Buch zu lesen oder eine Kiste Bier wegzuschütten. Also nehme ich jeden Tag eine Folge auf für den nächsten Tag. Also das heißt, jetzt bin ich am Aufnehmen für morgen. Und jetzt, wo ihr die seht, wurde die quasi gestern aufgenommen. Und ich bin jetzt gerade dabei, die Folge für morgen aufzunehmen. So, ich habe mir auch schon gedacht, ob ich nicht noch das eine oder andere Spiel auch mache. Jeden Tag eine Folge aufnehmen, weil gut, das sind dann 2 Stunden oder was am Tag, die ich dann quasi beschäftigt bin, wo ich dann meinen Rhythmus habe, habe ein bisschen was zu tun. Und ja. Ja, ich habe auch viel Zeit zum Überlegen, was machst du, was tust du. Ja, weil ja, Motorrad ist immer noch kaputt. Da werde ich jetzt Ende vom Monat, also Ende von diesem Monat, werde ich einen neuen Motor bestellen. Das Geld habe ich quasi zusammengespart. Problem ist halt eben, so ein Motor ist was Größeres, den kann man nicht einfach so mit der Post verschicken. Den muss man also über die Spedition transportieren lassen. Und ja, gut, da ist man mal eben schnell 90 bis 100 Euro los. Es ist so. Gut. Ja, dann komme ich also so auf knappe 700 Euro. Die habe ich dann jetzt Ende des Monats zusammen. Dann kommt der Motor. Der Kollege baut den dann ein. Selbstverständlich muss ich den auch dafür bezahlen. Logischerweise. Das dauert dann ja auch eine gewisse Zeit. Er wird das nicht mal eben schnell am Wochenende zusammenschrauben. Auch wenn er es könnte, aber er muss ja auch noch arbeiten. Das ist ja so, dass halt eben Abschleppunternehmen noch arbeiten. Zwar in begrenzter Form. Das ist also nicht so, dass die damit mit 20 Mann rumsitzen und dann fahren. Es wird also sehr viel nicht mehr gefahren. So wie auch weite Touren und es wird also grundsätzlich nicht mehr viel gefahren. Alles in kleiner Form, nur noch das Nötigste. Obwohl, wenn ein Auto stehen bleibt, bleibt der Truck stehen. Es sind auch nicht so viel unterwegs. Also man muss sagen, es ist der große Verkehr ist weg. Normalerweise wäre jetzt großer Urlaubsverkehr hier. Das ist ja immer so, Ostern beginnt hat. So, jetzt müsste ich eigentlich mal eben kurz gucken. Nee, komm. Man, wir haben sowieso das Problem, dass wir ja doch, komm. Das war jetzt wirklich auf den Punkt. Okay, komm. Du kommst dann dahin gefahren. Aua, ja. Oh, wenn der Parker da zieht, dass ich die Kabine verbogen habe. Dann gib es wieder Haue. Ja. Ist schon zwar eine schöne Ladefläche, aber leider nicht groß genug. So, dann fahren wir den mal weg, kippen den aus. Und wenn wir den zweiten hingebracht haben, stellen wir die ganze Anlage an. Ja, hier können wir auch immer sehen, Wasser ist da.
Also ich denke mal, das wird dann 4 bis 6 Wochen dauern, bis er mal dann irgendwann dazu dran gehen kann. Vielleicht geht er dann auch hin, mal abends eine Stunde oder so, setze ich da hin und macht dann halt eben ein bisschen was. Ist ja auch nicht schlimm. Ich muss auch noch so viel an dem Motorrad machen. So, wenn ich es wieder kriege, fange ich natürlich wieder an mit Videos. Das heißt, mal gucken, ist das. Achso, okay, Fernlicht. Schon richtig. Wir hätten den Scheinwerfer einschalten können. Wäre eine clevere Idee gewesen. Müssen wir dann gleich machen. Aber dann machen wir sowieso die Anlage an. Ja. Da war doch was. Genau, den Motor einschalten. Also bei diesem sieht es wohl so aus, als wenn wir im Endeffekt noch, wie heißt es, einmal mit dem Radlader durch müssen. Am Ende werden wir dann natürlich auch machen. Ja, der kann ein bisschen eingeknickt bleiben. Passt halt etwas besser, ja. Ja, ich hatte auch schon überlegt. Naja, gut. Das heißt, danach werde ich dann anfangen, die Sachen, die schon mal zusammengebaut werden können, zusammenbauen wieder. Das heißt, die Verkleidung drum und so. Diese Sachen. Damit das dann auch dann langsam vorangeht. Ich möchte dieses Jahr wirklich noch ein bisschen rumfahren. TÜV muss ich ja auch haben. Das ist ja das größte Problem. Ich konnte ja dadurch, dass der Motor kaputt war, konnte ich ja nicht zum TÜV. Da kann ich nicht mit einem kaputten Motor hingehen, wo Öl rausläuft. Das ist totaler Blödsinn. Ja. Das kommt dann auch noch dazu. Dann will ich das auch vernünftig machen. Da sind so ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel, ja, die Bremsen. Ich weiß nicht, wie alt sind. Die Bremsscheiben sind, ja, ne? Aber bei so einem Motorrad muss man schon darauf achten, dass die dann in Ordnung sind. Also da will ich nicht. Will ich kein Risiko eingeben, das muss schon alles passen. Das ist ja meine Sicherheit. In erster Hinsicht ist es ja, geht es ja um meine Sicherheit, nicht um die der anderen. Obwohl natürlich das auch eine Rolle spielt. Ich will ja nicht irgendwelche Kinder überfahren oder irgendwelche Leute. Dann, das muss ja nicht sein. Das ist ja. Ja, ich weiß. Irgendwie klappt das nicht so richtig mit dem. Ich habe auch nicht den besten Blickwinkel, muss ich sagen. Alles noch so ein bisschen. Oh, das Knarren hört sich nicht gut an. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ah, das war wieder diesen, müssen wir benutzen. Jawohl.
Also wenn ich mit dem Löffel zupacke, habe ich den auf Nullstellung. Das heißt, ich ziehe nicht und so. Das ist dann der Rest, was schon vorher war, ein bisschen Druck, dass der noch so ein Stück ranrutscht. Ja, das sind dann so die nächsten Sachen, die auf dem Plan stehen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Folge, dass ich mal zwei, drei Folgen mache, dass ich mal zwei, drei Tage am Motorrad bauen kann. Ja, gut, ich muss natürlich auch dann erstmal die Teile haben. Das heißt Bremsscheiben, vorne, hinten. Die Bremssättel will ich mal komplett überholen. Das heißt, ich nehme die auseinander, da kommen neue Dichtungen rein, Simmerringe, alles schön vernünftig neu. Wir hängen wieder fest mit dem Scheißdingen. Liegt aber nur oben an dem Ding. Wenn der anliegt, ist sofort vorbei. Dann klappt das alles nicht mehr so richtig. Also dieser Deckel, den man hier sieht. Ja gut, ein Schäufelchen noch und dann stellen wir die Waschanlage an. Wir haben schon 18 Uhr. Es wird heute spät. Ob ich jetzt schon in dieser Folge waschen werde, wahrscheinlich nicht. Ja, ich kann nichts machen, weil der steht oben davor und blockiert alles. Klemmt einfach, es klemmt einfach alles. Jetzt mache ich den hier hin. Ganz einfach aus dem Grund, dann ist das nicht so weit, dann brauche ich nicht so weit rumdrehen. Obwohl, der müsste ja eigentlich könnte ich auch schon wieder, ne? So, würde schon wieder passen. Ich habe den Motor eingeschaltet, sonst wird der ja nicht losfahren. So, aussteigern. Müssen wir nur gucken. Ich habe, glaube ich, die Stecker alle richtig, ne? Die müssen ja alle richtig sein. Nein. Power Splitter steht noch drin. So, jetzt haben wir alles richtig. Wenn ich jetzt Wasser andrehe. Moment, Wasser ist da. Aber nicht angesteckt. So. Wasser läuft, ich habe noch nichts an. Also wir haben schon ein bisschen Wasser im Turm drinne. Gut, dann lassen wir mal den ganzen Kram laufen. Wie sehen wir denn überhaupt aus? 18% hier oben. Und da sind wir auch schon teilweise bei 42% mit den Eimern. 23, 24, 23, 4, ja. Und eigentlich nur die Eimer, die so voll sind. Gut, nach dem Cleanup könnten wir vielleicht mal Glück haben, dass der hier oben der junge Mann sich schon fortbilden lässt und wir quasi so ein Eimer mehr da oben noch einen Eimer reinstecken. Das heißt, wenn wir morgens direkt anfangen zu buddeln, könnten wir abends einen doppelten Cleanout machen.
Aber wir müssen noch leider ein bisschen warten. Aber zumindest sind wir schon mal wieder am Boden. Ja. Genau, das war das soweit zum Thema Motorrad. Eisenbahn. Wird auch kommen. Aber irgendwo kostet das alles Geld. Das sind alles Sachen, die wirklich richtig Geld kosten. Um mit der Eisenbahn anzufangen, muss ich auch mal so 300 Euro quasi investieren, um mir das Nötigste, erstmal das Nötigste zu holen, um zum Beispiel ein Gestell machen für eine Platte und so. Da braucht man ja Holz, da brauche ich ein bisschen Gleismaterial und. Ja, und da ich halt erstmal die eine Sache bezahle, mein Motorrad, das ist mir wichtiger. Ich würde schon gerne einmal dieses Jahr fahren. Wenn nicht nur zum TÜV ist. Jetzt hätte ich fast den Motor ausgemacht. Zum Beispiel, wenn es jetzt nur die eine Tour zum TÜV wäre, würde mich eigentlich schon glücklich machen. Mal Meter vor. Dann kann ich nämlich hier weitermachen. Jetzt muss ich bloß den richtigen Rhythmus finden und die richtige Oh, wir sind relativ schnell immer zum Fahrzeug und können dann relativ schnell auskippen. Schön wäre es, wenn ich jetzt hier noch eine schöne gerade Kante am Rand hätte, wo ich dann, ihr seht, es geht so ein bisschen schräg zu. Na gut, wenn jetzt hier was runterfällt, okay, dann früher oder später baggern wir es auch wieder auf. Das war jetzt ärgerlich, aber ist jetzt aber nicht das Schlimmste. Und das geht relativ schnell dann, wenn ich nicht so weite Bewegungen habe. Also war schon die Idee, den ein bisschen näher dran zu stellen, schon gar nicht so schlecht. Ich habe mich jetzt auch noch nicht wirklich festgelegt, welches Gleis ich nehme. Also anfangs habe ich ja gedacht, da ich ja schon hier so ein bisschen Fleischmann-Equipment habe, ich bin ja hingegangen und habe mir mal teilweise Spur N Sachen angeschafft. Das ist aber auch schon wieder, Gott, ist das schon 20, 25 Jahre her? So lange habe ich die schon. Und weil, ja, mit meinem Projekt Teppichbahning, ja, das ist ja quasi eingestellt worden, weil ich, ja, aus den Zimmern ausgezogen bin, wo ich vorher war und jetzt quasi in einem anderen Zimmer bin, hier unterm Dach. Das hatte ich erst als Gästezimmer, aber das Ganze, ja, das ist kein Gästezimmer, das ist
nicht so toll, sag ich mal. Hier ist so eine Hühnerleiter, mehr oder weniger, um hier hochzukommen. Und das kannst du natürlich fremden Leuten nicht antun. Oder halt eben, da ich auch viele Bekannte habe, die nicht mehr die Jüngsten sind. Ist halt so. Verwandtschaft und so. Und wenn die dann kommen, die kann ich nicht hier oben hochklettern lassen. Das ist, mir macht das nichts aus, aber das sind halt eben, sind halt so Sachen. Und vor allem die Kinder, die sind jetzt, ja gut, die werden jetzt auch zwar Kinder, Enkel, die werden jetzt auch schon etwas größer. Aber, ne, trotzdem, die Leiter ist halt, die Treppe ist gefährlich. Ich bin vor 2 Jahren, ist das schon, das hatte ich schon wieder 2 Jahre her, bin ich nämlich hier auch die Treppe wie immer runtergegangen. Dann bin ich ein bisschen weggerutscht. Und dann gab es einen riesen Knall. Meine Frau ist aus dem Bett gefallen. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für Schmerzen sind. Aber das tat weh. Oh, das hat weh getan. Ja, und dann habe ich hier rechten Arm, linken Arm, ganze Rücken, weil ich quasi auf den Hintern runtergerutscht bin. Der ganze Hintern war grün und blau, die Arme waren grün und blau. Den rechten Arm, da bin ich so hart mit irgendwo gegengeschlagen, dass ich den gar nicht mehr bewegen konnte. Den musste ich dann wirklich in der Schlaufe tragen. Und dann ist meine Frau schon immer hingekommen, hat mir den Kaffee hochgestellt. Ja, also wenn man dann kleinere Kinder hat, die sind natürlich ich weiß jetzt, wie es ausgeht. Die können es natürlich nicht verstehen, wenn man meckert. Aber es ist halt so. Dass man immer den falschen Knopf erwischt. Wir haben 20 Uhr. Ich glaube, ich kriege heute noch nicht mal einen Cleanout fertig. Ja, von der Zeit her reicht es auch nicht. Wir sind jetzt schon bei 28 Minuten. Ich schüttel den noch aus hier. Und dann denke ich mal, sind wir auch schon am Ende der Folge. Ja, und ich bin jedenfalls da die Treppe runtergerutscht. Zwar auf den Hintern jetzt, glücklicherweise. Bin mit dem Kopf nirgendwo angeschlagen, also nur überall mit der Arme. Mit dem Hintern, mit dem Rücken. Und es hat verdammt weh getan. Und ich habe lange was davon gehabt. Also waren wir wenigstens 14 Tage, wo ich den Arm nicht bewegen konnte. Ja, und wenn dann halt ein Kind da runterfällt, kann das auch anders ausgehen. Zumal es ja auch, wenn man jetzt nach rechts fällt, dann geht's ja, dann ist man ja schon auf der nächsten Treppe. Da fällt man gleich 2 Meter tiefer. Schlägt dann auf die Treppe auf und rutscht dann den Rest der Treppe, fällt man auch noch runter. Könnte sehr böse ausgehen. Also ist das oben hier tabu schon mal. Die Ämter können hier oben nicht hoch. Mache ich jetzt. 29 Minuten. Ich denke mal, das wäre es dann erstmal für diese Folge. Wir können ja mal gucken, was passiert. Noch so 1, 2 Minuten. Schauen wir noch mal so ein bisschen zu hier. 64%, ja, das gibt nächste Folge, gibt es wieder Cleanout. Da, guck mal, da sind wir auch schon bei 70%. Ist doch gut. Läuft doch alles. Ja, unten das Zimmer muss ich dann auch erstmal dementsprechend umräumen, aufräumen. Was ist das? Wieso liegt das hier? Aber das ist, glaube ich, nur einfach so. Umgekippter Zaun. Hat nichts zu bedeuten. Ja, für die nächste Folge mache ich das dann auch ein bisschen anders. Denke ich mal, 2 Karren reinkippen, laufen lassen und dann ist das auch schon wieder auch fertig. Guck mal, da sind wir auch schon bei 98. Die ersten Eimer werden gleich ausgetauscht.
Genau bei 99% leer. Okay. Ja gut, komm, dann können wir auch ausschalten hier. Obwohl, da hinten das Licht lasse ich an. Und dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und schön, dass ihr dabei wart. Und na, Wasserpumpe an, weil das läuft ja noch. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, also morgen. Und dann sehen wir weiter. Gut, bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund. Und macht keinen Blödsinn. Macht nicht das, was ich nicht auch machen würde. Also, tschüss zusammen.